Ja, ich bin jetzt zu Hause angekommen und bin doch ein wenig verwirrt über den Tag heute und ein wenig schockiert. Und ich habe mit Ralf noch diskutiert. Ich habe den mitgenommen nach Sindorf, Kerpen-Sindorf zum Bahnhof. Von da aus fährt er jetzt nach Hause. Ralf ist sehr engagiert, den habe ich ja kennengelernt und war eigentlich froh, dass er heute mit dabei war, weil wir konnten Sachen diskutieren in meinem Auto und es ist echt übel. Das, was mir die Leute dann noch erzählt haben, als die Kameras aus waren, das war nochmal alles relativ heftig. Und ich weiß nicht, das sind so viele Probleme, die wir überall haben in den Katastrophengebieten. Ich kann es irgendwie nicht so richtig einordnen und auch nicht fassen, warum die ganze Hilfe nicht einfacher gestaltet wird und alles sozialer ist. Wir sind doch ein Sozialstaat. Ich habe da so mittlerweile meine Probleme mit und verstehe einfach viele Sachen nicht mehr. Nach 10 Wochen zumindest. Ich sehe da eine Riesenaufgabe, vor allem für Dieter Könnes auch zu vermitteln und Leute wieder zusammenzubringen. Das hat er im Ahrtal, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und die nächste Station sollte Stolberg sein. Wir wollen gleich vielleicht noch telefonieren. Und es gibt so viele Probleme, die wir überall zu lösen haben. Und wir sind einfach auf eure Mithilfe angewiesen. Auch die nette Dame mit dem Pferdehof macht ja wirklich einen super sympathischen Eindruck und immer noch glücklich. Aber das ist immer so die Frage, ob man hintergründig dann wirklich so glücklich mit der ganzen Situation ist und was man vorher erfahren hat. Und das Leben spielt nun mal so seine eigenen Spiele. Und wir haben also auch viel erfahren, als die Kameras aus waren. Und ich kann einfach nur immer wieder alle Leute bitten und motivieren: Bitte, bitte helft weiter. Und wir müssen einfach als Gemeinschaft zusammenstehen und den Menschen helfen. Ich bleibe auch mit dabei. Mein Ding sind ja immer so Reitanlagen und ihr seht hier das violette Licht im Hintergrund. Einfach irgendwas schön machen und ein schönes Zuhause kreieren. Und mir fällt das immer schwer, wenn ich dann so tolle Gebäude sehe, die zerstört sind. Genauso kapiere ich das nicht, wie man in einer Wohnung wohnen kann, wo der Boden noch nass ist und ein paar Laminat drüber gelegt wird. Also heute, der Tag war schwierig für mich irgendwie. Ich hatte Stolberg im ersten Moment so gesehen, dass das nicht vergleichbar ist von der Katastrophe, dass es da vielleicht glimpflicher abgegangen ist. Die Zerstörung ist nicht so wie im Ahrtal. Aber nichtsdestotrotz sind die Probleme die gleichen, dass die Wohnungen entkernt werden müssen und dass da viel Arbeit noch vor den Leuten liegt. Und ja, es ist einfach eine Krise in der Krise, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir müssen wirklich da an einem Strang weiterziehen. Und bitte lasst euch nicht entmutigen, weiterzuhelfen. Und bitte denkt nicht, dass die Katastrophe irgendwie am Ende ist. Es ist immer noch mittendrin. Und wir brauchen euch. Bitte weitermachen. Da kommt jetzt jemand, oder auch nicht. Ne, da ist gerade der Radlader reingefahren. Ich sag mal, wir sehen uns morgen, hören uns morgen. Ich habe einiges abzutelefonieren. Termine habe ich nächste Woche mit dem Bürgermeister von Stolberg am Donnerstag. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir noch mehr Leute brauchen, um das ans Laufen zu kriegen. Und vielleicht auch vorhandene Strukturen wie das Helfer-Shuttle im Ahrtal vielleicht mit zu benutzen, um Helfer dahin zu bringen. Aber das ist eine Sache, die muss man mit mehreren Menschen entscheiden, die vor Ort sind und einfach den Bedarf nochmal analysieren. Also, es geht weiter. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns. Tschüss.